Moin Leute, Timex hier. Wir zocken heute Cyberpunk 2077. Soll das Storygame des Jahres sein. Keanu Reeves in der Hauptrolle und soll ultra krass sein. Sehr drauf gehypt. Alle Trailer, die wir gesehen haben, fand ich sehr nice. Ich habe mich extra nicht zu viel spoilern lassen. Nur sehr wenig reingezogen. Endlich können wir starten. Die komplette Playlist, wie das gesamte Game durchzocken, kommt auf Second Try. Könnt ihr euch da gerne reinziehen. Ja, und nu? Direkt zu mir. Dauert nicht lang. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Okay. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alter, was? Müssen wir hier in VR kämpfen? Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Was? Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Das war zu viel? Das war zu viel. Hab alles gespürt. Seine Schmerzen, den Stress, seine Hoffnung. Hoffnung mit irgendwas anderem. Mhm. Wahrscheinlich hat er direkt davor einen Booster genommen. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Digga, das Game ist ja komplett... Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst. Pause. Wiedergabemodus. Und was kann ich jetzt machen? Setz die Szene fort. Sieh die Szene an. Die Kohle verschwindet und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Das geht mit E. Der Plan ist simpel. Keine Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier.
Okay. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Das ist eine Waffe? Nö. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Da. Okay. Schließen. Achso, ich muss nur draufhalten. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. L-Shift? Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Geräuschquelle Mensch. Ein Träger Broseph und zwei Zapper. Ja doch, hab zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Sauce. Alle runter! Los, runter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Weitermachen. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geh hier! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Jano! Wechsel zu der visuellen Ebene. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Jetzt, ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste! Ah, erwischt. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera Alter, ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Wo er zu sehen war? Das heißt, spule zurück, bis er... Okay. Zurückspulen ist... Q halten. Scanne den Überwachungsbildschirm. Das geht mit. Wie komme ich zurück? Ah, hier genau. Scan. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hat er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Genug gesehen. Schließen X. Das ist jetzt so eine Mechanik, die immer wieder im Spiel vorkommt. Das ist ja schon krass. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme.
wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Du kannst T-Buck vertrauen. Judy, T-Buck ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Buck an und wir springen rein. T-Buck anrufen. Hey, V. Was gibt's? Buck, hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Crazy. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Gib Saft, Judy? Ist, glaube ich, im englischen Original irgendwie cooler, oder? Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Ja, wie kann ich... Scanne Telefon auf der Audioebene, während er spricht. Ebene wechseln war... Shift? Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Du wirst mir zuhören. Ah, guck mal. Ich denke, also, warum bin ich da drin? Jetzt Shift, Ebene ändern und jetzt kann ich suchen, Telefon scannen. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Let's go. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabulon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Alter. Scanne PDA auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Also nochmal Shift. Reicht. Dafür zurückspulen. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr listig sein. Hm. Ich zurückspulen, oder? Das war ja nicht lang, mal jener Jobset. Oder? Das ist am Anfang das Ding. Ich
Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht hinzeigen. Mach weiter zu, oder? Am Anfang da oben in der Leiste ist so ein doppeltes Ding, ja. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Pause. Das ist Signalreichweite. Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, wo? Alter Kreis ohne Vision. Er denkt, auf der Wand beim Aufzug. Und er ewig in seiner safe auf der Wand beim Aufzug? Du musst es erst einmal zu Ende schauen, der Roboter. Stopp und das Scan, Alarmanlage. Scanne das Sicherheitssystem. Ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay, weiter. Kann man bestimmt gut ficken, oder? Jetzt verlasse ich wieder die Signalreichweite, ich kann doch nicht mehr gucken. Ich sagte, nein! Telefon ist es nicht. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. Zu Ende, dann springen wir mal vor. Vorspulen eh halten. Wir waren ja schon weiter. Du bist optional das Sicherheitssystem, glaube ich, einmal abgescannt, ne? Kann sehr lustig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal. Stopp! Wie kann ich jetzt irgendwas scannen? Auf der visuellen Ebene, wo denn? Ein PDA. PDA ist aber nicht sein Telefon, ja? Ziemlich gut. Du schlafst in meinem Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Das ist das PDA. Ist das verkackt? Sehr schön. Aber jetzt kommen wir her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Da ist ein Sichtbereich. Seht ihr das da? Das helle da oben, die Leiste. Hier muss ich jetzt irgendwo seinen PDA scannen, wenn er sichtbar ist. Was ist denn überhaupt sein PDA? Die Ecke. Decke. Die Decke? Ah, lol. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Okay, ist auch nochmal scannen? Nee, ist nicht. Doch, Kamera mit Bewegungssensoren. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Du schlafst in meinem Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da.
Das Ding hier kann ich nicht scannen, ne? Sehr schön. Aber jetzt komm in dich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. What love is until you learn the meaning. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Nein! Oh. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Let's go. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus. Thermalerkennung gibt's auch noch. Holy shit. Zurück. Ah. Das wird dir gefallen. Stopp. Da ist was von der Signalreichweite. Bin ich bescheuert oder was? Oder wieder. Aha. Digga, das aber auch. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Spur weiter zurück, ja? Hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Schade. Hey, ist mal weiter hier. Das ist es. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Vor mir war noch was. Ich spule es einmal komplett zurück. Hier könnten wir was sehen. Da haben wir was. Das muss es sein. Versteckter okay, Safe. Stimmt mit den Daten in den Let's Unterlagen go. Überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm. Wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Alter, wie OP. Und was zeichnet das jetzt auf? Wir haben jetzt alles. Die Wärme, Geräusche, Sicht, Erinnerungen, alles, was da passiert ist. Hast du alles? Hab genug. Heftig. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Das ist gute richtig Arbeit, nice. Hatte. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Ich schreibe ihn bei F an.
Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Das wird so doll jemand erfahren. Bitte, keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Aufstehen und weg. Gefällt mir. Ist es, wie lange dauert das? Ich hab ganz doll den Eindruck, dass das Game unfassbar lange dauert, durchzuspielen. Eine Sekunde. Wir sind ja gefühlt sind wir noch im Intro und das nach 3 Stunden. Wir müssen los. Wenn man nur die Hauptkampagne macht, wie lange dauert das? Und? Was denkst du? 25 Stunden nur die Hauptstory. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. 25 bis 30 Stunden Hauptstory, heftig. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Level up. Schon viertes Level. Z. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Start. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Okay, T-Bug meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Oh, was für ein süßes kleines Gesicht. Gibt's ein Problem? Triff dich mit Jackie, melde dich bei Meetek. Jackie Wells ruft wieder an. Neue Nachricht, Z. Ich bin getroffen, die haben wir gezeigt vor. Erzähl ich dir später. Locker werden wir hier abgelauscht. Was heißt das? Punkt, schreibt der gerade? Schließen. Triff dich mit Jackie. Wo geht das? Wo ist Jackie? Alter, das ist die ganze City. Ah, da. Entspannt. Wie kann ich jetzt meine Punkte vergeben, bitte? Weiß das jemand, wie ich meine T? Nee. Mein Skillbaum. Ich sag mal ja, wenn ich mit einem Level up schalte ich ja die ganze Zeit neue Sachen frei. Die möchte ich jetzt gerne skillen. Wie findet ihr das Spiel? Bisher haben wir nicht so viel Action, wir können zwar auch Waffen hochleveln und so, aber wir hatten einen Fight jetzt in 3 Stunden. Sehr viel Story, sehr viel Gerede, was dann aber natürlich einen auch mitnimmt.
Also hat Vor- und Nachteile. Wenn jetzt jemand hierher kommt, er will 3 Stunden ultimatives Geballere in Future mit Sci-Fi. Bist du hier falsch? Wenn du sowas für eine lange Serie bist, ist geil. Ich glaub falsch. Die nervt immer, die ruft immer an und will und nervt. Auto rufen, V. Auto, ich brauch dich. Ist das mein Auto? Nee. Auto rufen ist V. Bestätigen. Fahrzeug rufen. Und jetzt? Ach so, das wird nicht gerufen, das wird mir nur auf der Karte angezeigt. Das ist ja Schwachsinn. Aua. Na, meint doch, ich kann das rufen. Das Feature Fahrzeugruf befindet sich derzeit in der Beta. Wir weisen darauf hin, dass sich das Fahrzeug gewisse Hindernisse dadurch auch Menschen eventuell nicht entdeckt. Warum ist das rot? ...75 Meter entfernt. Den anders belästigen. Uiuiui. Kamera wechseln ist Q. Let's go. Falsch gefahren. Sehr schwer zu lenken, das Auto. Ich hoffe, das ist nicht teuer, wenn man das Auto ein bisschen anfrackt von der Seite. Falsch gefahren. Ich glaube, wir können auch hier lang fahren, wenn ich jetzt hier rechts abkriege. Alter, stabil, das war aus Versehen. So kann es auch passieren. Also es war alles Glück. Nee! Oh, ich dachte schon, es ist festgefahren. Der Drift war insane. Also das Auto ist unlenkbar, deswegen war der Drift ziemlich heftig. Das Auto ist einfach. Der Drift war geil. Was ist denn mit deinem Auto? Achso, das gehört so. Oh Gott. Dein Auto sieht gut aus. Tschüss. Alter. Lässig. Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn an den Bot ab. 10.000 Geld habe ich nicht. Glaube schon. Das kann nicht gelangen. Ich konnte bisher so viele Sachen auswählen, aber ich habe nie das Geld. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt. Und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Oh. Okay. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Digga, wo ist jetzt Keanu Reeves? Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre.
Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbiest. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Aufmachen. Los, kündige unseren Besuch an. Melde dich bei den Agenten. Wie geht das? Wie? Worauf wartest du? Ich weiß nicht, wie das geht. Wie? Worauf wartest du? Wie? Worauf? Was willst du? Ach so. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich dachte, ich muss irgendwas hacken. Ich muss nur auf Anruf klicken. Alles klar. Dex schickt uns. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Mal schön klauen jetzt hier, wenn die mich schon reinlassen. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Weißt du was für ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Nice. Alles mitgehen lassen habe. Macht mich das rich? Ist das gut, wenn ich so viel loote? Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa, setzen. Sein Name ist Dum-Dum? Für dich, Fleischklops. Ich steh lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln hast. Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Jack, setz dich. Das Jack gefällt mir. Ein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Nein, danke. Ach, scheiß drauf. Jetzt können wir reden. Was ist das? Was habe ich mir da gerade reingezogen? Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du?
Okay, wir nehmen ihn. Nice. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Break hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon. Soll ich echt doppelt zahlen? Dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Ich hab das Geld nicht. Bekomme wenigstens Rabatt. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn? Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacificer gefickt hat. Royce überwältigen. Du bist tot. Meine Waffe ist ganz schlecht. Ich konnte mir keine Waffe neu kaufen. Schau das mal an, was ist das denn? Hör da, die sind abgeschnitten. Ich hab dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell. Die Waffe brauche ich. Powerwaffe, das klingt gut. Lebst du noch? Oh ja, guck mal, ob die lebt. Der ist. Hab alles. Bord und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Oh ne, das wollte ich nicht. Muss die andere Waffe jetzt hin? Ich seh mich nach. Hast du meine Waffe verloren? Ne, ich hab alle dabei. Okay, weiter geht's. Looten auch mal wichtig. Ja, lass mich. Schneller und mehr looten. Munition. Geld. Okay. Gut, oder? Was? Bullefeo und Fleisch? Ich schmeck's fertig. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Guck mal, wie ich loote. Seht ihr das? Gibt's keinen anderen Weg. Ich weiß gar nicht, was ich loote. Nice, Jump and Run gemastert. Oh, mein Glück, es bewegt sich. Los. Hör mal das. Hey. Feindlicher Bereich? Ich komm dich jetzt suchen. Ist das Gegner? Muss ich leise sein, entkomme aus den... Ich greife einfach an, ja? Ladies and Gentlemen, Jackie Wells! Bewegt eure Arsche! Los geht's! Was war das denn? Das hat er mir so mitgegeben. War jetzt nicht so nice geaimt. Haben wir wieder nachladen? Was hau ich mir hier die ganze Zeit für Drogen rein? Ich drück einfach die ganze Zeit nur X und hau mir die Tränke rein, die ich hab. Ach du, die sehen uns sonst. Was, die dürfen mich nicht sehen? Heilen, was ist das? Was ist mit mir? Was passiert mit mir? Behitzen, okay. Die Muni ist leer. Schon wieder überhitzen.
Was damage mich denn da? Hilfe! Ich brenne! Ich brenne! Was war das denn? Schon wieder überhitzen! Schlechte Waffen. Wahnsinn. Der Zünder ist scharf. Spreng. Gegner können dich hacken. Kameras. Ja, die Muni geht leer. Ich werde das nicht überleben. Wie, die können dich sehen. Ja. Wie kann ich die Kameras hacken? Was ist das? Kamera. Ausschalten. Aktivieren mit Z. Speicherkosten eine. Wie viel Speicherkosten habe ich denn? Gar keine, oder was? Verfügbare Quick Hacks 0. Das wird nichts. System besteht aus einem Katheter, Absauger, einem Tropf, einem Ernährungsschlauch und einem hochmodernen Next-Gen. Ihre Angehörigen werden. Was, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, die Kameras drehen sich die ganze Zeit so. Von hier bin ich doch gekommen. Crouch, ihr könnt mich nicht sehen. Oh mein Gott, das ist ja viel zu schwer. Raus, raus, raus. Heilen. Heilen. Warum? Was soll das?